Hallöchen, liebe Freunde, willkommen wieder zurück zu Spirit Stones. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt, ich habe ein bisschen Gold gesammelt und zwar habe ich noch nicht alle Stages fertig, so viel Zeit habe ich dann doch wieder nicht gehabt. Punkt Nummer 1, ich habe den Spirit Stone ausgetauscht, wieder den komischen Genesungs hier, vollständige Genesung, habe ich mitbekommen, soll ein Zauber sein und den habe ich noch nicht, ich habe nur Genesung auf dem Schaman und das ist keine vollständige Genesung. Deswegen ist das nutzlos für mich, deswegen habe ich wieder das Magier-Ding AT plus 10% reingemacht, Magier-Attacke. Ja, hier haben wir wieder eine Kiste bekommen, gerade durch die 8 Embleme. Ja, 20 Steinchen. Ich glaube, der Boss müsste auch bald kommen, der Hellgate-Boss. Wie lange noch? 5 Stunden 27, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir können die Punkte ausgeben für eine Schlacht. Wir brauchen neue Embleme, den habe ich ja mal in die Safe reingesetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemanden davon habe. Aber 0 von 5 heißt eigentlich, ich habe keine. Dann sammeln wir erstmal, siehst du, wir haben gar nicht mal mit die weißen, Wahnsinn, alle Embleme weg. Ja, wir haben, glaube ich, einen Wert von 149. 5 zu 11 ist ein bisschen immer noch zu gut, 1 zu 5 sieht gut aus. Ein Sky-Emblem. Ja, das Team ist immer noch gleich, viel gemacht habe ich nicht unbedingt. Wir sollen einfach meine HP ständig zu verringern. Unfassbar. Tja, ansonsten halt wie gesagt ein bisschen Erfahrung gefarmt. Karten gemixt habe ich glaube ich auch ein paar. Oder verkauft, weiß ich gar nicht. Ne, verkaufen wollte ich später. Gemixt, mixen muss ich auch wieder noch. Die wichtigen. Okay, ganz, ganz viel Verzauberungsmaterial. Herz habe ich versendet. Ach ja, Geschenkbox. Wir haben irgendwie von... Okay, tägliche Mission 3000, das war drei Freunde Herzen schenken. Und hier haben wir Game Surprise, also Game Master Surprise. Keine Ahnung, wie wir 10.000 Gold bekommen. Cool, also ich beschwere mich nicht. Wir haben 10.000 Geld bekommen. 10.000 Gold. So, in der alten Arena haben wir weiter gemacht, da hatten wir keine Punkte mehr. Wir haben wieder 8-mal... 8-mal was free. Eventuell werde ich auch ein bisschen Wein benutzen diesmal. Ja, der tägliche Login-Bonus war ein Safe gewesen. Total cool, ein Safe. Hat mir total viel gebracht. Ironie natürlich. So, das ist natürlich schlecht. Kaboom. Gut, dann müssen wir den hier benutzen. Na, 1800 immer noch nicht. Tja, ansonsten ist nicht wirklich viel passiert. Außer, dass ich halt massig Zeug gefarmt habe. Die, ja, diese Insel ist hier nur noch frei. Ich glaube, die andere war komplett weg. Und tja. Cool. Ja, Tipps habe ich auch wieder bekommen gehabt, der eine Kommentar mit Kombination, da habe ich gleich daraus den geleitet, der heute geschrieben wurde, dass man nicht die Schwerter nebeneinander jetzt zum Beispiel jetzt benutzen, wenn es jetzt eine Bombe wäre, die Bombe nicht nebeneinander nutzen sollte, weil die halt sich halt gegenseitig explodieren und so weiter. Ja, gute Hinweise, danke schon mal dafür, habe ich zwar gewusst seit dem letzten Mal, aber hätte ich es nicht gewusst, dann wäre es jetzt nützlich. Gut, alle drei Kisten. Also ich muss das nur noch einmal machen. Oh, ein Beast, eine Kanonierin und ein Scout. Zwei Dinge, die ich brauche. Ich glaube, das Beast und den Scout brauche ich. Ich müsste mal meine Dings wieder aufmachen. Ja, ich brauche noch ein Beast, Alchemist, Scout und Wächter. Okay, da kann man gleich mal die Bogenschützen hier nehmen. Ah, verschwendeter Schaden. Whatever. Ja, ich will gerne meinen, obwohl wie gesagt, ein Heiler im Team zu haben, ist nicht gerade schlecht. Ich weiß nicht, ob ich den behalte oder nicht. Das muss ich noch überlegen, ich mache die erstmal. Kann ja fürs Hellgate nicht schaden, mehr Schaden zu machen. Durch, ja, halt Super Rare Karten mehr dazu. Nein, ich habe die Bombe, schade. Nee, nimm das Ding hier unten mit, obwohl, kann man es so machen. Nehmen wir das da oben noch mit. Gut. Naja, die Bomben sind irgendwie... Die Bomben sind verlockend. So, ach, das ist schon eine Vierer-Stage, ja? Cool. Gar nicht gesehen, dass das schon eine Vierer-Stage ist. Ja, müssen wir uns da anstrengen, man. Dass wir ja nicht sterben gehen. Oh. Drei Wasserdrachen. So, löst mal bitte was aus. Dankeschön. Naja, falsche Seite.
Falsche Seite. Drei Kisten, cool. Drei Kisten in drei Stages, in drei Ebenen. So, jetzt muss aber leider das Ding explodiert werden, die Bombe. Schauen wir mal. Oh, sehr schön. Das komplette untere, den kompletten unteren Teil immer weggenommen. Ah, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Ein Doppelbogen ist immer was Schickes. So, und die letzte Stage. Da kann man wieder die Bomben benutzen. Aber ich glaube, wir kommen mit der Bombe nicht so toll hier an das Schwert ran. Dann nicht. Dann kein Schwert. Aber so geht's auch noch. Ja, beide Schwerter sogar. Hat jetzt natürlich nichts gebracht, weil es in eine Richtung, was nur in eine Richtung ging. Tja, Pech. Und das meinte ich gerade mit dem zusammen explodieren lassen. Bei der Bombe wäre es genau das gleiche. Da würden ja theoretisch dann noch Dings nachrutschen. Ein paar andere Icons. Und ja, deswegen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ansonsten nachfragen. Dann erkläre ich es gerne nochmal. Aber ich denke, das ist so. Kann man sich denken. Ich denke, das kann man sich denken. Rustica. So, wir sind Stage 5 schon. Ist also bald wieder vorbei. Ach nee, hör auf meine Kombis zu versauen. Hör auf meine Kombos zu versauen, du Arsch, du. Eigentlich hätte ich ja gerne die Bombe jetzt dabei, aber die ist so weit weg. Die ist so weit weg. Tod, Tod und Kiste. So. Wir könnten ans Schwert rankommen. Schon mal wesentlich besser. Als die Bombe da unten zu nehmen. Das ist ein total beschissener Platz für die Bombe. Einfach, es passt dort überhaupt gar nicht hin. Drei Dinger löst es gerade mal aus. Dann macht es doch lieber der Bogen, die Dinger auslösen. Mache ich mir die Hände nicht schmutzig. So, das ist ja die letzte Stage schon wieder. Mann, geht das Flux hier. So, ich nehme nochmal einen mit. Tada! Oh yeah. Alle instant tot. Zwei Kisten. Ein Sperrmann und 500 Gold. Ja, ja, du komisches Monster, du. So, was haben wir jetzt für einen Gegner? Ach ja, es war ja immer noch der Titan. Der war ja auch nicht unbedingt stark gewesen, glaube ich. Der hat irgendwie, hat ja nicht eine Weile gebraucht, bis der dran kam. So, nehmen wir hier wieder das Kükchen mit. Lass mir den Schild erstmal runterfallen. Das schwerste überhaupt hier. Sieht aber schon mal nach einer guten Runde aus. Probieren wir mal so. Oh Gott. Einer hat's überlebt. Alles auslösen hier. Alles muss weg. Wir brauchen diese Heilpacks. Und die gibt's hier nicht, nirgends. So ein Schund aber auch. Ein ganzes Feld ohne Heilpacks. Mann, Mann, Mann. Und der hat's überlebt, ernsthaft? Ernsthaft? Ah, okay. Jetzt hat es aber nicht überlebt. Und der wurde schon wieder zweimal angegriffen. Das ist doch echt ätzend. So, müssen wir die Schwerter mitnehmen. Nehmen wir beide mit. Ist doch kacke. Warum geht einer nicht diagonal anderseitig? Na gut. Ne. Wieso aufhören, ständig mein Zeug zu resetten? Das war eine Runde verschwendet. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Fuck. Okay, nehmen wir es mit. Toll, zwei Angriffe kriegen wir ab. Aber wir haben glücklicherweise ganz viele Healpacks hier. Macht zwar nicht genug Schaden. Das macht wirklich nicht genug Schaden. Ja. Dann nehmen wir das alles mit. Gleich mal eine komplett neue Runde hier.
Ich will die Zauber nicht benutzen. Das wäre irgendwie Verschwendung. Schön Dreierschwerter. Das geht hier unten lang, das geht hier lang. Mein glühendes Herz ist fast am Verbrennen. Aha. Tschu. So, von was kriegt ihr mehr Schaden? Ah ja, vom Schurken. So, nehmen wir das beides mit. Noch ein Schwert, yay. Er kriegt vom Schurken so wenig Schaden auf einmal. Warum? Tja, versuchen wir es mal. Ja, er kriegt vom Schurken so ein bisschen wenig Schaden, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass der Schurke das ist, der hier sehr viel Schaden macht. Whatever. So, wir kriegen Leben wieder. Egal, alle machen gut Schaden. Und ein Bogen. Und wieder volles Leben. Ja, da ist er auch schon wieder weg. Ist ja total easy, wenn die so 4 Runden oder 2 Runden Zeit haben und nicht so viel Schaden machen. Oder einfach, meine Charaktere sind mittlerweile so stark geworden. Na, das könnte doch der Schurke sein. Mehr Power. Ich brauche noch mehr Power. Beim nächsten Versuch dann. Und dann haben wir auch die nächste Insel wieder geschafft. Eine Berührung der Prinzessin. Yeah. Und wieder ein Bonus-Spin, nachdem wir den Boss gekillt haben. Dann kriegen wir sogar wieder einen Spirit Stone. 20.000 Gold. Oh yeah. Habt ihr auch schon gesehen? Wir haben über 1 Million Gold. Ende des Elfenortes. 1.104.000. Und wir sollten sogar fast das Level kriegen. 4-mal. 240 Erfahrung. Ja, eigentlich sollten wir das Level kriegen. Oh, kleiner Rahmen, wie süß. Klein Putzelraben. Ja, wir sollten eigentlich das Level kriegen, wenn wir weitermachen so. Total lustig, dass hier einfach mal alte Monster kommen. Finde ich total geil. Aber die machen trotzdem noch immer viel Schaden. Die hören nicht auf damit. Tja, kann ich auch nichts tun. Ah, schon wieder so ein Rundenviecher. So, ein Krieger und ein Schurke ist hier. Die machen das schon. Und jetzt lösen wir auch die schöne Bombe aus hier. Und noch eine, cool. Sollte reichen auf beiden Seiten. Und wieder fertig. 1905 Gold. Freiwilligenarmee und das war's schon wieder. Hellgate, nerv mich nicht. Ich will das ausschalten. So, wir brauchen noch 200 Erfahrungen, nicht mal mehr. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin, das Level. Und da können wir sogar weitermachen. Geilo, geilo, geilo. Dann lohnt es sich eigentlich auch, einen Wein zu benutzen, wenn ich denn überhaupt noch Lust habe. Da lohnt es auf jeden Fall noch Wein zu benutzen. So. Eigentlich will ich das nicht machen, weil dann fällt die Bombe ja nach unten durch. Na gut. Wir sind mal so nett. Ah, der Taucher hat also noch eine Runde. Versuchen wir es so, vielleicht bringt es ja was. Hm, leider nicht. Mein Glück hat mich verlassen. Mein Glück hat mich verlassen. Egal, es tot. Oh, es wäre Stage. Achso, es ist schon Stage 2. Mann, geht das schnell. Ach ja, stimmt. Beim ersten Mal diese komischen Weichtiere dabei hier. Die Viper und der andere. Der komische Rabe. Verdammt, jetzt habe ich nicht zu Ende gedrückt. Okay, er hält nur. Er hält nur. Kein Ding, kein Ding. Passiert nicht viel. Außer, dass sie mich jetzt angreifen mit 2000 Schaden.